Hallihallo und Hallöchen zu einem neuen Part von Itaria Fables. Wir sind hier immer noch am Abend. Ich suche jetzt unsere Pumpkin-Dame. Nee, das wollte ich nicht. Guck mal, ob die im Riverio Inn ist. Weil da habe ich sie auf jeden Fall mal gesehen. Die muss ja irgendwo abends muss sie ja rumgeistern. Es ist hier auch am Strand. Ich dachte, okay, da. Stand nämlich hier, das weiß ich. Aber ich schau mal, vielleicht ist sie wirklich am Strand. Die ist nicht oben in dem Dorf. Weil wenn sie jetzt nicht am Strand ist, dann weiß ich leider auch nicht, wo die denn noch sein könnte. Oben in diesem Schneedorf ist sie nicht. Da waren wir ja eben im letzten Part. Ne? Waren wir ja im letzten Part. Und uns fehlt noch ein Kupferschlüssel. Aber vielleicht klappert sie jetzt nochmal alle Dörfer so ein bisschen ab. Okay, dann ist die nicht da. Dann ist das halt so. Dann wären wir im Prinzip. Haben wir denn noch so viel Quest? Pumpkin besucht das Dorf alle paar Tage. Sie taucht nur nachts auf. Melde dich beim. Also ich sprich mit Kelly. Und 5 Tomaten. Ich glaube, ich habe gar keine. Am nächsten Tag müssen wir mal Grünkohl noch kaufen. 4 Stück. Ach, das ärgert mich jetzt mit der blöden Pumpkin. Das habe ich so hart geschuftet. Habe ich so hart geschuftet, um diesen blöden Schneemann zu machen. Und dann ist die nicht da. Okay. Aber wir wissen auch, wir brauchen noch einen Kupferschlüssel. Geht eigentlich, also was... Physische Verteidigung und Einfrieren. Was gibst du? Magie verbrennen. Ja, okay. Da habe ich mir jetzt nämlich meine ganzen Sachen... Ach nee. Habe ich mir so reingetan. Den legen wir zur Seite, weil er leider nicht so gut ist, wie ich das hatte. Den Bogen nehme ich mal. Angriffskraft. Nein. Ja, gut. Da ist mein Schwert immer noch besser und ich bin halt mehr jetzt auftauen. Man sieht die Augen ja gar nicht. Keine Augen, Leute. Ach, na gut. Also, jetzt die ganzen Schlüssel zu machen, war jetzt nicht schlecht. Aber wirklich sinnvoll war es jetzt auch nicht. Ich meine, es hat sich auf jeden Fall für die Waffen gelohnt. Ne? Also die Waffen haben sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man bis dahin kein besseres hat. Aber sonst an sich... Oh. Und ich habe auch meinen schlauen Zettel, weil ich weiß jetzt wie viel. Also ich brauche insgesamt 39 Kugeln und ja, mal 8. Jetzt gehen wir noch zum Mädchen kaufen. Und 4 Grünkohl-Samen. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Aber ich denke, dann können wir auch so ein bisschen cheaten. So. Für das Großschwert brauche ich nämlich Münzbeutel. Und ich weiß nicht, woher ich die kriege. Das ist halt lächerlich. Das brauche ich halt nicht. Spitzhacken auch nicht.
10. Also Kupferbarren habe ich, aber ich habe kein Eisen. Mir fehlt noch ein Eisen. Ist aber nicht das Problem. Da boxe ich jetzt einfach. Hier. Da boxe ich jetzt einfach hier ein paar Waldgolems um. Ich hoffe, dass sich das bis dahin erledigt hat. Wir werden auf jeden Fall aber erst zu den Ogerkriegern gehen. Weil ich ein bisschen die Hoffnung habe, dass eventuell die gute Ogerkriegerin, was das ist, einen Schlüssel droppt. Ich hatte die nämlich auch schon beim letzten Mal. Und das wäre sehr cool. Dann brauche ich sonst heißt es einfach ein paar Monster klatschen. Weil jetzt müssen wir eh auf die Tomaten warten. Wir müssen eigentlich der eine Blut hier. Auf der mir noch mal. Mehl. Du machst hier, ne? Pudding. Grünkohlgericht. Die Reis der Händlerin. Also es gibt noch sehr viele Nebenquests, die wir anscheinend machen können. Und mir soll es egal sein. Ich finde aber gut, muss ich sagen, das finde ich sehr schön bei dem Spiel, ist, dass man nicht so durch die Story so gesehen durchwaschen kann. Weil man muss halt wirklich so erstmal ein bisschen wirklich leveln, also was heißt leveln, aber Sachen farmen, damit es überhaupt auch wieder ein bisschen weitergeht. Außer man ist wirklich so geskillt, dass man sagen kann, ey, ich weiß, wie ich die Monster besiege. Und da haben wir schon eigentlich das Eisen, was wir brauchen. Hat er mich doch tatsächlich geklatscht. Jetzt komm her, ihr. Hat er mich schon wieder geklatscht? Blöde Zicke. Nee, guckt euch das an, ich mach 100 Schaden. Was? Wieso denn? Eingefroren ist eingefroren. Nein! Wieso konnte sie sich denn schon wieder befreien? Da bin ich ja mal mega dagegen. Nein, aber sie gibt mir einen Sonnenstein. Auch nicht schlecht. Gut, ein Sonnenstein. Da kann ich einen Feuerstein und einen Sonnenstein haben. Ich überlege gerade, von wem kriege ich eigentlich Bernstein? War das von den Waldgolems? Nee, die Waldgolems geben keine. Ich glaube, das waren die Geister oder die Giftdinger. Ich weiß, ich habe schon ein paar, aber. Mach mich lieber mal nicht so. Eitlen Sonnenschein. Du hast mir jetzt nur Saft gegeben. Hm. Mann, jetzt bleib noch mal. Auch nur. Klatschen wir mal ganz kurz einen Waldgolem. Wo ist er denn? Komm schon, wo seid ihr? Da. Nicht großer wollte ich sehen. Will ich nicht, das fertig. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, holen wir uns erstmal den Schlüssel.
Ah, ich hätte ganz gern zum Fuß. Drei Kupferbarren, die müsste ich eigentlich haben. Und den Eisen. Das Eisen war am schwersten zu besorgen, finde ich es bei den ganzen Leveln und Looten. War das irgendwie für mich am schwersten. Ah, zum Beispiel. Weil das halt so... Wir haben halt nicht immer Eisen gedroppt. Und dann stand man da und dann dachte ich, oh, du hast jetzt 4. Du brauchst aber irgendwie noch 30. Denkt man sich so. Dankeschön. Das war hier oben. Muss ich nochmal überlegen. Wo war die Truhe? Wo war die Truhe? Da. Oh, Osti. Tut mir aber auch ein bisschen leid. Meine Spitzhacke hatte ich auch auf Gold gemacht, damit das mal hier mit dem Gold auch ein bisschen hier vorangeht. Geht doch mal weg. Also wenn ihr nicht eine drauf wollt, dann müsst ihr auch schon weggehen. Wollte ich schon mal erwähnt haben. Da geht doch nämlich viel einfacher. Jetzt noch schön ausrüsten. Die war unten, ne? Hört doch mal auf. Goldbarren. Ich krieg dafür Goldbarren. Ne, ich hasse diese kleinen Trolle. Ich krieg die nicht kaputt. Okay, jetzt hatte ich Dings ja woanders. Die. Geh weg, geh weg! Den Flitzebogen habe ich ja jetzt zu Hause gelassen. Hm. Okay. So, holen wir uns mal ein bisschen Mana wieder. Das finde ich eigentlich sehr süß gemacht, dass wir Mana wieder bekommen, wenn wir Monster verprügeln. Ist ein bisschen dreist und es tut mir auch leid für die Schleime, weil sie ein sehr bevorzugtes Opfer sind. Okay. Guck mal, wer da ist. Du siehst aus, als hättest du Erfahrung mit dem Soldatenleben. Hier und da könnte ich ein bisschen Arbeit für dich haben. Ich gebe zu, ich liebe Geld. Das macht mich richtig scharf, ist das Salz in einer Kürbissuppe. Meine treuen Kunden können trotzdem darauf vertrauen, dass sie stets die besten Konditionen bekommen. Ich habe schließlich meine Händlerehre. Ja. Guck mal, wir könnten das hier kaufen. Dafür bräuchten wir halt nur 75.000. Ist das euer Ernst? Ihr könnt jetzt einen Kürbis kaufen. Achso, das waren Schleime. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Aber nein, ich muss ja die Quest abschließen. Ich glaube nicht, dass das zählt, wenn ich jetzt einen Kürbis kaufe. Und wenn doch, dann muss ich euch ganz ehrlich sagen, dann bin ich so ehrlich und sag. So, ich könnte ein Schwert theoretisch, wenn ich 75.000 spare, könnte ich bis zu 300. Aber das macht halt einfach mehr Sinn. Es ist billiger und macht am Ende mehr Damage. Muss halt nur das hier machen und dann das.
es ist ja noch keine 12. Ich nicht weiß, wozu ich noch Eisen brauche. Die ganzen auch mit Metalle. Darum hebe ich die gerade auch so ein bisschen auf wieder. Und habe gesagt, okay, bis ich 50 habe, wird nichts verkauft. Und der Rest wird dann verkauft. Muss ja mal ein bisschen Geld machen. Legst du dich jetzt hin für 4 Stunden? Bitte, schlaf nur für 4 Stunden. Mach nur Nickerchen. Es ist 19 Uhr. Oh. Gott sei Dank. Und jetzt lass die da sein. Sonst weine ich. Und ihr wollt nicht wissen. Ihr wollt mich nicht weinen sehen. Oh. Sei da. Sei da. Die ist da. Ja, seht ihr, jetzt hat sie hier 10.000. Brauche ich aber eigentlich gar nicht. Wie läuft die Suche? Oh, wie wunderschön. Nun, wie abgemacht. Es ist mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Komm vorbei, wann immer du möchtest. Ich hasse dich. Ich hätte wahrscheinlich mir das Ganze sparen können, wenn ich einfach den Kürbis eben gerade in dem komischen Frostdorf gekauft hätte. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt groß Nebenquest und was Hauptquest. Ich mache jetzt einfach jede Quest, die ich kriegen kann, und dann gucken wir mal. Ich glaube, das mit Kürbissen war schon wirklich die Hauptquest. Obwohl, ich bräuchte das vielleicht, das mit der Maus oben am Strand. Stimmt für die Relikte. Es regnet. Sehr gut. Muss ich nicht gießen. Kann sein, dass ich hier Tomaten habe. Ich habe aber auch jetzt mit dieser Questreihe eine Errungenschaft erhalten. Übers Ohr gehauen. Tausche eine Perle gegen einen Kürbis. 13% der Spieler haben diese Errungenschaft gemacht. Alle anderen haben gesagt, ich kaufe einfach einen blöden Kürbis. Wie lief's? Hast du den Kürbis bekommen? So. Wunderbar. Bitte warte einen Augenblick. Oh ja, das ist wirklich gut geworden. Beeil dich besser und liebe in den Topf, weil er kalt ist. Wo muss ich den denn hin? Ich habe noch einen Erz. Läuft. Den gekriegt. Und zu wem muss ich jetzt? Ich Frosty bei der Hochwiese. Ach so. Ich habe mir jetzt gedacht, wen? Aber das ist ja die Zuckermaus oben. In dem eisigen Gebieten. Die Süße. Ich dachte schon, wie meint die jetzt? Hoppala. Aber gut, wir müssen früher oder später vielleicht für das Schwert. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schwierig, hier an Geld zu kommen. Aber theoretisch, früher oder später müssen wir eh den Schneemann noch zweimal machen. Au, ein Kürbiseintopf riecht wunderbar. Danke für eure Hilfe. Das rechne ich euch hoch an. Ich werde mit Mr. Basil teilen. Keiner von uns ist ein großer Esser. Es wird also für ein paar Tage reichen. Danke nochmal. Okay, keiner von euch hat hier eine Quest. Vielleicht in der Festung. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht warten, bis meine Tomaten reif sind. Hat der vielleicht die Madame, die Hazel was für uns? Nee, die Hazel denkt so, ich hab keinen Bock drauf. Genau, hierfür brauchte ich nämlich die
Braucht ich 3 Panzer? Ich glaube, die Panzer habe ich aber. Und 50 habe ich aber, glaube ich, noch nicht. Ja, entspann dich. 33 habe ich, seht ihr? Fehlt nicht mehr viel. 18. Dann gehen wir noch mal zum Strand und klatschen da noch ein paar. Schade, dass sie halt immer nur auf eingeben, wenn überhaupt. Halt nicht so einfach. Ach, hier regnet. Haben wir aber alles gebrochen. Ja, Sammy, ich bin dabei, deine Aufgabe zu machen. Keine Sorge. Ah. Und ein Talisman krieg ich. Als ob. Die machen halt so einen ganz komischen Angriff, den ich sehr schlecht parieren kann. So noch 14. Wir kriegen jetzt 14 hier. Ich weiß, hier oben sind noch ein paar. Aber da ist halt das Problem mit diesen Schanupsis an Bogenschützen. Muss ich zwar auch machen, aber die sind halt so ein bisschen nervtötend. Versteht ihr, was ich meine? Aber ich muss dich ja auch mal machen. Na, krieg ich dich? Hallo. In der Richtung. Da spielt die Musik. Sind hier gerade nur Bogenschützen? War jetzt hier nur ein Molch? Ach du lieber Jammer. Dann gehen wir mal weiter. Ich meine, ich habe erst 5. Auch mehr. Ja, den hast du mitgenommen, ne? Ich finde hier auch. Marke. So, jetzt habe ich gerade mal 6. Die sind so gepackt. Wow, 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 wow. Ja, klar. Mir doch egal. Ach komm, box mich um. Ich meine, ich verliere es nicht. Ich verliere es ja nicht. Muss aber noch mal gucken, wie viele Hygienemarken ich brauche. Ich glaube, das waren auch so 40 oder 50. Die waren halt nicht ohne. Aber bei dem Münzbeutel, glaube ich, kann es wirklich sein, dass ich dafür die Schlange machen muss. 50. Hm. Und so viele. Naja, langsam aber sicher ernährt sich das Eichhörnchen. Ich meine, die Hälfte haben wir schon. Also ich habe sehr viel Geld gemacht, indem ich wirklich immer das, was die Waldgolems fallen gelassen haben und das, was der Orkkrieger fallen gelassen hat, dass ich das immer verkauft habe, diesen Sonnenstein zum Beispiel. Und natürlich auch habe ich fleißig immer... Davon brauche ich gar nicht mehr. Habe ich natürlich auch fleißig immer wieder hier geerntet, nur die teuersten Sachen geholt, damit ich dann relativ flink die Sachen dann auch wieder bei hatte. Ja, weil man hat ja schon so ein bisschen Plus gemacht, wenn man sich jetzt Grünkohl geholt hat, 9 Stück, hast du wenigstens noch so 300 Gold Plus gemacht. Dauert aber halt alles.
ist halt so. Aber ich müsste mal gucken. Ich glaube, habe ich nicht noch Bernstein irgendwo in der Kiste? Seht ihr, also heute habe ich überhaupt kein Geld gemacht. Vielleicht jetzt beim nächsten Mal. Denn die Quest wird rund. Naja, nicht ganz, aber okay. Ich denke mal aber, dass morgen eventuell meine... Genau so wollte ich das. Dass denn morgen die Tomaten erntereif sind. Das Schöne ist auch, dass Kiki halt, die uns ja die Saat verkauft, immer... Dass die immer da ist. Klar, natürlich würde es mehr bringen, wenn ich jetzt sowas wie Kürbissamen oder sowas verkaufen würde. Beziehungsweise anpflanzen würde. Aber bis die ja da mal da ist, ne? Das dauert mir ja ewig schon lange. Ja. Bis ich die ja manchmal finde, das dauert ja... Dann hat die auch nur abends ihre Geschäfte offen. Lass mich doch mal gucken. Ich habe doch hier irgendwo Bernstein. Wird von Monstern im Wald fallen gelassen. Das ist so. Sagt mir alles und sagt mir gar nichts. Immer so ein bisschen difficult. Ja, okay. Dann wird das halt von Monstern im Wald fallen gelassen. Ich glaube, bis ich den Bernstein brauche, dauert es eh noch. Erstmal muss ich die ganzen Kugeln zusammenkriegen. Da ich ja schon 7 habe, was habe ich gesagt? Ich brauche 16, ne? Wollen wir jetzt nochmal zum Strand gehen und da nochmal ein bisschen boxen. Das ist im Prinzip das, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Aufgestanden, meine Felder gegossen. Hab die Monster abgeklappert, die ich brauche jetzt für zum Beispiel diesen Loot, ne? Und hab versucht. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Ich war immer sehr glücklich dabei. Hat sehr lange gedauert. Und irgendwann habe ich gedacht, oh bitte. Ah, ich habe euch gleich alle gleich mitgenommen. Bin Noobs. Sehr schön. Hab zwar die Hälfte schon wieder verloren an Sachen, aber es hat sich gelohnt. Eine neues Hemd wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Da, bevor du mir voll auf die Eier gehst gleich, während ich versuche hier einen Molch zu finden, der eben gerade noch da war. Ich schwör's, der war doch eben gerade noch da. Wo ist er denn hin? Da. Jetzt komm her hier! Hau doch nicht ab. Hatte ich gesagt, ich brauche 16, ne? Wenn die 4 eventuell wieder da wären, könnte man überlegen, mit dem einen Ding zu gehen. Naja. Ich meine, ich habe schon 3 Hygienemarken wieder. Das läuft ja. Also der ist auf jeden Fall da. Bäm! Und auf da.
Komm, du bist doch eh gleich tot. Ah. 15 noch einer. Das hättest du mir jetzt aber auch noch geben können. Bitte lass das alles gewesen sein. Was ich brauche, die restlichen. Bitte, bitte, bitte. Du? Nein, da fehlen, glaube ich, noch zwei. Oh, bitte sag mir, dass 40 ausreichen. Nein, zwei fehlen und dann fehlt auch noch das Geld. Ah. Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Traurig. Egal, wie man es macht, man macht verkehrt. Aber gut zu wissen. Geht nicht mehr viel. Dann gehen wir jetzt zum Totendorf. Bringen das, was ich jetzt erbeutet habe, weg. Verkaufen das. Wie gesagt, ich mache nur Minimalgeld. Also, es ist ein bisschen schwierig. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie man am besten Geld machen könnte. So nebenbei. Wahrscheinlich sagt ihr jetzt sowas. Ja, mach doch deine Farm größer. Ist ja eigentlich gar keine so schlechte Idee. Hey, du musst was für mich tun. Bitte bau ein wenig Grünkohl an. Das ist eine persönliche Bitte, also mach dir keinen Kopf wegen deren Ausgaben. Ich gebe dir die Samen gratis. Komm nach der Ernte zurück, ja? Lass mir aber nochmal geben. Wo ich hier nochmal. Quatsch, nein. Ich hab doch jetzt so eine krasse Gießkanne. Das ist ja easy peasy. Gut, ich werde jetzt hier mein Feld bewirtschaften und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Huch, hier sind ja Sachen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir natürlich einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man hier am besten Geld farmen kann. Abgesehen davon, dauernd diese Bosse zu machen. Weil die sind nicht so einfach. Glaubt's mir. Die sind nicht so einfach. Ist ja cool, wenn sie einfach wären, aber so einfach sind sie leider nicht. Was wollte ich denn? Ich wollte das. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.